8. Dezember, 23.50 Uhr. Ein Empfang in den persönlichen Räumen des Botschafters von Kirgisistan geht zu Ende. Die letzten Gäste verweilen in den Salons des dritten Stockwerks. Eine Explosion unbekannten Ursprungs hat einen Teil der Fassade zerstört und die Statik des Gebäudes in bedeutendem Ausmaß erschüttert. Ein mächtiges Feuer im Westflügel des Gebäudes droht sich auf die gesamte Botschaft auszudehnen. Die Autofahrer wurden durch die Explosion abgelenkt. Ein Auffahrunfall, in den ein halbes Dutzend Fahrzeuge verwickelt sind, ist die Folge. Die Passagiere verletzt oder im Schockzustand steigen aus ihren Fahrzeugen und verursachen bedauerlicherweise noch mehr Durcheinander. Dezember, 0.12 Uhr. Während eine erste Mannschaft der 615 zum Ort des Unglücks eilt, erreicht eine Nachricht aus dem Ministerium die Feuerwache. Der Botschafter ist mit einigen Ehrengästen in einem Salon des dritten Stocks eingeschlossen. Außerdem beherbergt dieses Stockwerk eine Sammlung von kirgisischen Kunstwerken, die in jedem Fall gerettet werden müssen. Uhr. Die Männer der 615 sind vor Ort. Man hat sie über Funk benachrichtigt, dass ein Krisenstab im Ministerium die Operation in Echtzeit verfolgen wird. Ein ungewöhnlicher Druck lastet auf ihren Schultern. Der Verlust eines wertvollen Kunstgegenstands oder der Tod einer hohen Persönlichkeit, und schon spreche man von einem diplomatischen Zwischenfall.